Ho, ho, ho. Heute ist der Tag, auf den wir so lange gewartet haben, denn heute ist es soweit. Wir öffnen das letzte Türchen und wir beenden die diesjährige Reise des NASA-Technikers Dave. Ein weiteres Kapitel geht zu Ende und bevor wir jetzt das Türchen öffnen, möchte ich mich an der Stelle bei euch bedanken, die mich über das Jahr hinweg begleitet haben. Und auch jetzt dabei sind, auch wenn mein Kanal sich jetzt verändert momentan. Ich bedanke mich, dass ihr da seid, dass ihr mich unterstützt, supportet, dass ihr hier den Kalender mitgemacht habt und dass ihr euch freut, dass ich hoffe, dass ich euch damit eine Freude machen konnte. Und deswegen machen wir, bevor wir das Türchen öffnen, jetzt noch das Geschenk von mir an euch quasi. Und zwar gucken wir mal, wer sich heute einen 10-Euro-Gutschein verdient hat. Ich werde das jetzt natürlich wieder hier ein bisschen zulü. So, gucken wir mal. Ich habe es nicht markiert, ich weiß nicht, wer es ist. Ah, so. Es ist die liebe Nili. Meine liebe Nili, wir stehen sowieso in Kontakt mit Discord, das heißt, wir bekackeln das. Du kannst ja aussuchen, 10 Euro kriegst du von mir, in welcher Form auch immer. Und das klären wir aber so. Und jetzt schauen wir endlich, was ist hier im letzten Türchen. Ja, es ist eigentlich ziemlich offensichtlich, was da drin ist, weil es das letzte auf dem Kalender zeigende, was fehlt. Und surprise, surprise, es ist ein R2-D2 im Weihnachtsmann-Kostüm oder im Weihnachtskostüm. Nachdem ja C3PO bereits auch schon seine Liebesbekundung an den lieben R2 auch schon hinter sich hat. So, würde ich sagen, brauchen wir mal zusammen hier. Düdelüt. Oh, warte mal, der ist doof. Wenn das vorne ist. Mal kurz gucken, wo ist hier vorne? Da ist vorne, so. So ist richtig. Dann machen wir das jetzt hier rein. Fuß 1. Und Fuß 2. So, naja. So, und dann würde ich sagen, gucken wir einmal, was zum Schluss am Ende unserer diesjährigen Reise noch passiert. Denn Dave und Vader stehen einträchtig, unterhalten sich. Ein R2-D2 kommt angerollt. Vader dreht sich um. R2, mein lieber Droide, ich hab dich so vermisst. Oh. In diesem Moment, als sie ankommen und sich anfangen zu unterhalten, okay, binär ist relativ, Dave versteht noch nicht ganz binär, sieht man von Ferne einen, sieht man, oh, hier, Luke und C3PO im Gepäck, beziehungsweise C3PO kommt. R2, ich hab dich vermisst. Und Luke hinterher, C3PO, warte auf mich. Und als sie ankommen, oh, nein, nicht Vader. In dem Moment, es wird jetzt ganz, ganz viel, es wird ganz, ganz viel, kommt der Weihnachtsmann, der Weihnachtsdruid und sagt, heute findet keine Schlacht statt, heute ist das Fest der Tage, der Liebe. Habt euch lieb. Okay, sehr salopp, ich gebe es zu. Luke geht zu Vader und sagt, Papa, darf ich mein Lichtschwert wiederhaben? Aber natürlich, mein Sohn. So. Er begibt das Lichtschwert an Luke. Und die beiden schwadronieren und unterhalten sich darüber, was für ein Vollpfosten Yoda doch sein kann. Wie seine Ausbildung, wie schlaucht. Naja, so ist das. R2-D2 fährt zu C3PO und sie unterhalten sich und Dave steht alleine und fragt sich, was passiert hier? In diesem Moment landet ein ARC Trooper Transporter der Republik und Cody steigt aus. Dave, mein Bro! Cody! Und sie liegen sich in der Arme und unterhalten sich und schwadronieren. Als er hört, ein Klon, hört man nur ein Roger, Roger, um die Ecke kommt ein verirrter B1-Druide. Roger, Roger. Und alle, komm mit, heute wird nicht gekämpft, heute sind wir alle dabei. Und der arme, upsala, B1, der nicht stehen möchte, ups, ja, dreht sich um, nimmt Cody an die Seite, herzlich umarmen jetzt nicht, aber sie schwadronieren und tauschen aus, Gefechtstaktiken, was man so alles machen kann. Und der B1 gesteht, er mag es nicht so gerne, wenn man ihm den Kopf abschießt. Das versteht Cody natürlich sehr. Als alle so gemütlich beisammen sind, taucht plötzlich
ein AT-ST auf. Eine Luke geht auf. Darf ich mitmachen? Ich fühle mich so alleine. Komm her, mein lieber Snowtrooper, du darfst auch mitmachen. Und gemeinsam feiern sie eine große Revival-Party. Und er unterhält sich mit Dave andächtig. Und man denkt, es kann nicht mehr schlimmer kommen oder es passiert nichts mehr. Hier kommt der A-Wing. Und es steigt aus ein zweiter Luke. Und der denkt sich, hä? Hier bin ich doch schon mal? Das ist ja merkwürdig. Dann hört man von Vayana ein. Und er, oh nein, der Wampa, ich muss weg. Und verschwindet wieder. Wie ihr seht, alle sind eine glückliche, freundliche Familie heute an diesem Tag. Es ist Weihnachten, hier kann die Dunkle mit der hellen Seite, die Klone mit den Druiden zusammenfallen. Und so hoffe ich auch, dass ihr mit eurer Familie auch heute einen schönen Tag habt. Feiert schön, genießt die Tage, die Ruhe vor dem Sturm, lasst das Jahr ausklingen. Und dann hoffe ich, dass ihr ja, gut ins neue Jahr kommt und wir uns im neuen Jahr wiedersehen. In diesem Sinne vielen Dank für 24 wunderschöne Tage. Bis zum nächsten Mal. Ciao.